Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns mal die zweite Hälfte der nicht angenommenen JBB 2017 Qualifikationen an, also die auf meinem Kanal hochgeladen wurden. Und das erste Video kam sehr, sehr gut bei euch an, also auf jeden Fall danke schon mal dafür. Viele von euch wollten deswegen auch den zweiten Teil hier, wo ich halt die restlichen Qualis gucke. Und ich werde das jetzt auch einfach mal nach selben Prinzip machen, weil viele von euch haben gesagt, das ist ganz chillig, wie ich das gemacht habe, also ungeschnitten, wie ich mir das einfach angucke. Und deswegen werde ich einfach mal das Ganze jetzt so weitermachen, auch wenn das Video dann unendlich lang wird und ich mega lang rennen muss. Da scheißen wir jetzt einfach mal gekonnt drauf. Auf jeden Fall, viele von euch haben mich auch gefragt, wieso hier nicht berücksichtigt steht bei Fin50. Das hat den einfachen Grund, dass Julian die Quali scheinbar erst gesehen hat, nachdem die 32 Kandidaten ausgewählt wurden. Also Fin50 hatte so gesehen gar keine Chance, in diese 32 reinzukommen. Das ändert zwar nicht viel, weil ich denke, er wäre so oder so nicht reingekommen. Das soll jetzt auch gar nicht böse klingen. Aber er hat auf jeden Fall was drauf, sonst hätte ich ihn ja auch nicht hochgeladen. Vor allem musikalisch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Junge, meld auf deine Gimmick, meine ruhig am Patent. Früher kriminelles Multitalent, jetzt neuer Kult in den Trends. Life is a bitch, homie, aber meint sicher nicht. Alle immer so oft bei den Cops, doch niemals schuld wie die Gang. Ich muss ja gleich schon mal sagen, ich weiß gar nicht, wie alt Fin50 ist. Auf jeden Fall sieht er so ein bisschen, keine Ahnung, der erinnert mich an so einen 16-, 17-jährigen Typ, der seit einem Jahr oder so rappt. Keine Ahnung, wieso mir dieses Bild kommt. Vielleicht ist er auch schon über 20. Ich habe absolut keine Ahnung, wie alt er ist. Auf jeden Fall klingt die Stimme ein bisschen besonders. Also erinnert mich so ein bisschen von der Besonderheit her an Falcoholic. Der hat ja auch eine eigene Stimme. Und er auf jeden Fall auch, finde ich. Unsicher die Cypher erblickt, unsichtbar im Scheinwerfer, ich kunstsicherlich, nein, du bist shit, unsicher, bereits schon gekickt, null Routine, ich rapp da viel Zeit im Begriff, ja, im Laufe des Battles endest du als Leiche am Strick, deine Show, oh no, slow, motherfucker, du bist broke, ach so, halt small, kappa, shut up. So, also hier muss ich gleich schon mal sagen, er baut auf jeden Fall ziemlich viele Anglizismen ein, also in einige Zeilen. Das finde ich vom Style her ziemlich gut, weil er flowt das Ganze sehr schön und angenehm, also das kann man sich gut geben. Und das finde ich auf jeden Fall ganz nice, also war auch in den anderen Qualis jetzt nicht so mega vorhanden. Einfach mal so ein paar Zeilen voller Anglizismen. Weil ich mich mittlerweile nicht mehr so tot kill, wie die anderen bin ich nicht. Einer von tausend anderen Rohschliff-Diamanten, ich bin jetzt ein fertiges Produkt. Du klingst nervig in den Hooks, du gehst langsam, so wie Serbien kaputt. Kein blutiges Massaker, nur eine Kugel für den Bastard. Ausgebildet tut, niemals Spuren hinterlassen, immer unter Freunden. Du so lonely at home, Feedback nur ob Tipps gibt's in den Ausbilanz. King ist mein Naturzustand, Untergrund deines Labels für Koks. Du hast keine Ahnung, was ich bin, aber ein Level zu hoch. So, also auf jeden Fall hier nochmal ein paar Anglizismen und ich muss sagen, mir gefällt einfach der Flow, ich finde ihn sehr angenehm. Und ich muss aber sagen, dass ich den textlich nicht so krass finde, also der Text ist halt da. Aber ich habe mir tatsächlich eigentlich absolut null gemerkt, außer die Hook. Ich habe mir an sich aber einfach vom Text her nicht wirklich viel gemerkt, weil nicht viel angegriffen wurde. Also es wurde halt so gesehen eine imaginäre Person angegriffen, beziehungsweise sich selber ein bisschen hochgelobt. Aber jetzt auch nicht so krass, also textlich ist da bei mir jetzt persönlich nicht so viel hängen geblieben. Aber ist in der Quali auch gar nicht notwendig, also es passt schon. So, also das war jetzt die Hook, die finde ich tatsächlich ziemlich gut, also ich finde die sehr musikalisch, ist auf jeden Fall eine der besten und musikalischsten Hooks, die ich hochgeladen habe, finde ich. Und ich finde, er kann so gewissermaßen singen, also die Hook war ja schon gesungen und er macht das schon gut, also wirklich, diese kleine Gesangshook, die hat mir gefallen, also war auch wirklich so mit der Grund, wo ich mir dachte, Alter, den kann ich echt hochladen, also ich habe mir so den Rap halt angehört, war noch nicht komplett überzeugt, aber die Hook hat es dann auf jeden Fall nochmal gerissen und die finde ich auf jeden Fall sehr gut, ist auch bei euch sehr positiv angekommen, die Hook, und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Quali. Das ist nämlich Anaporia und der hat wirklich einen ganz eigenen Style, sowohl von der Stimme her, die sehr tief ist und sehr cool und atmosphärisch und auch einfach von Gesamtlook her und vom Video generell alles. Hier hätte es ein bisschen besseres Video gebraucht, vielleicht noch eine bisschen bessere Abmische plus Audio. An sich aber nicht ganz so gut bei euch angekommen, also es war wirklich ein sehr eigener Stil. Ich weiß auch gar nicht so, ob das JBB tauglich ist, aber es hat auf jeden Fall was. Also ich habe es nicht ohne Grund hochgeladen. Wir fangen einfach mal an. Hört man auch sofort so am Beat so ein bisschen. Das ist einfach überhaupt nicht JBB-typisch. Also ich weiß nicht, ob Julian
den Style mag. Also keine Ahnung. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Julian sowas hochlädt. Keine Ahnung. Aber ich feiere es persönlich. Also ich mag diesen Look eigentlich. Ich finde den Anfang hier auch sehr schön. Keine Ahnung, es klingt irgendwie so richtig. Ich weiß nicht, wieso mir hier so ein Bild aufkommt, aber Anaporia klingt für mich in diesen ersten Zeilen mit diesem schönen Urlaub kann sich Julian mit Formatlöhnen kaufen. Das klingt für mich irgendwie so, als, keine Ahnung, als hätte der irgendwie private Probleme mit Julian und würde den jetzt irgendwie wegdissen oder sowas. Keine Ahnung, aber ich finde, das kommt sehr atmosphärisch. Also ich mag den Einstieg. Ihr dagegen könnt jetzt Orchestralchören lauschen, bis der Frieden brüchig wird wie in Golanhöhen draußen. Ihr könnt zwar weiter auf Lokalgrößen bauen, doch solltet lieber andere als Battleportal-König taufen. Denn seit Gründerzeiten haben Künstlerseiten meistens nur den weißen Schnee im Blick, so wie Polarmöwenaugen. So, also ich muss sagen, ich feier den Rap. Ich find's wirklich gut, wie er das macht. Ich mag die Betonungen, aber diese Wortwahl, die ist einfach so unglaublich geschwollen. Also, ich weiß nicht, wie er sich da ausdrückt. Also, das klingt auf jeden Fall cool und es hat auch irgendwie echt Stil und ich weiß nicht, aber das ist so komisch, dass die Wortwahl passt einfach nicht so ganz in eine JBB-Qualifikation, in der gedisst werden soll, weil einfach locker die Hälfte den Text nicht richtig nachvollziehen kann, weil da solche Wörter vorkommen. Vielleicht denke ich da auch so als Einziger, aber ich denke mal nicht. Das hat auf jeden Fall was Eigenes, aber es klingt zumindest cool. Sich verstecken, schüchtern halten hinter ausgedachten, beim Oralstöhnen taumeln in total öden Frauen, die zwar einen schönen Körper haben, aber nur empfangen, wenn du Welle machst, so als würden Sonartöne bouncen. Diese öden Wörter nenne ich provinzialen Mist, während mein Rap frei von Grenzen universal ist. Hier auch wieder sehr schöne Flow-Passage, wenn man das überhaupt Flow-Passage nennen kann. Auf jeden Fall sehr schöne Betonung mit diesem Omniversal ist. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, auch wenn die Wortwahl halt einfach, ja, sehr ungewöhnlich ist. Denn während ihr euch mit euren Kommis in Arsch fickt, produziere ich Platten wie der Kontinental trifft. Ich bin Anapo nach, ist allen anderen vor wie Fanta vor, am anderen Ort magnetisch wie ein Hoverboard. Und du lauschst gespannt, was ich gerade erzähle, denn mein Wissen ist allumfassend wie schwarze Materie. Und ich hasse eure Stirnhacken wie ein Matador, denn ich mach Wellen, ihr macht höchstens Wellen wie ein Kampador. Denn die anderen sind nur Luxusfanat und sinken tiefer als die Trieste Augustus-Picard. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die einzige Zeile, die bei mir immer hängen bleibt, ist: Ihr macht Welle wie ein Carpador. Das hat auf jeden Fall was. Ja, was soll ich sagen? Habe ich ja eigentlich schon alles gesagt. Ich finde, es hat Style. Ich finde aber nicht, dass dieser Stil so wirklich ins JBB passt. Und man sollte vielleicht üben, sich ein bisschen direkter auszudrücken und nicht mit Fremdwörtern um sich schmeißen, die eh die Hälfte nicht kennt. Aber gut, ist auf jeden Fall nice geworden. Also, es hat auf jeden Fall bei allen Rappern einen Grund, warum ich die hochgeladen habe. Kommen wir auf jeden Fall mal zum nächsten. So, der nächste ist Diamond und hier habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir fangen sofort an. Mir gefällt der Beat. Also zumindest der Anfang. Stall auf Jimmy Mais, Gegner irrelevant wie die Verlobung von Sylvie Mais. Ich steig als Vorne, meiner Speed, keine Angriffsfläche. Gary, wir sind hier in Deutschland und ich in einem Army-Battle. So, also die Stimme ist wirklich sehr rau und sehr cool. Also ich finde die Stimme cool. Also einige haben auch schon geschrieben, TJ in gut. Also das fand ich auf jeden Fall ganz amüsant. Natürlich klingt er so, als würde er 5 Kippen Schachteln am Tag rauchen. Aber das hat auf jeden Fall Style. Also ich finde, das hat was. Der Flow gefällt mir auch. Dorffressen drehen im Hintergrund auch Deep Vortex. Scharf geschossen, je nach komm ich unter all die Feed-Gold-Chaps. Insekten vermehren sich durch Battle-Turnieren. Man sollte die Ein-Kipp-Politik im Rap avisieren. Ein Imperium wird aufgebaut, setz den Hut ab, schau zu. Ich schreibe Geschichte, vergleich mich mit Tutanchamun. Es wird geboostet und verneint, hab die Schuhbank krass vergeigt. Kids ohne Zukunft machen auf Tupac Hustler Style. Ich stell Rapper in den Schatten, auch Basler-Legende mich übergehen, um möglich wie die Baller zu bremsen. Mit eigenem Style und unvergleichbarer Stimme heb ich mich ab vom Rest, unterschreibbare Gewinne.
Ja, also da hat er auf jeden Fall recht, dass er das sagt, mit unvergleichlicher Stimme oder sowas hat er gesagt, oder besondere Stimme, das stimmt auf jeden Fall. Im Business gibt's nur Heuchler und Ratten, Träumer, die lachen oder täuschen Kanaken. Ich höre nicht zu und hebe ab wie eine Rakete, schwerelos zu sein, als den Tag zu zerlegen. Es gibt niemanden, der vergleichsweise rappen kann, authentisch wie sie. Hier, die Hook gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Vor allem dieses, es gibt niemanden, der vergleichsweise rappen kann. Finde ich auf jeden Fall von der Betonung sehr schön. Und wie gesagt, die Stimme, mit der kann man auf jeden Fall was reißen. Also Diamond, falls du das jetzt gerade hier siehst, bleib auf jeden Fall dran. Mach vielleicht bei anderen Turnieren mit oder versuch's nochmal beim JBB nächstes Jahr. Mit deiner Stimme vor allem kann man auf jeden Fall was reißen. Kommen wir zu Hexer. Der kam ja überraschenderweise ziemlich gut bei euch an. Also der wurde um 23 Uhr oder sowas hochgeladen. Und in seiner letzten, also in der zweiten Hälfte ist Hexer auf jeden Fall der, der am meisten herausgestochen hat und der auch am besten bei euch ankam. Hätte ich gar nicht gedacht, aber finde ich auf jeden Fall gut. Der ist ja auch erst 16 und gerade dafür finde ich es nochmal umso krasser, dass er auf jeden Fall was drauf hat. Ich hatte ja auch vor kurzem schon das Vergnügen, ein bisschen mit ihm zu reden. Also in dem Stream von Best of Rap haben wir ein bisschen geredet. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit seiner Quali an. Es ist wieder Zeit, hier ein Statement zu setzen gegen Fake-Ass-Texte, die ihr schreibt. Es ist wieder Zeit, denn das Game ist am Ende, aber Lightback rette ich den Scheiß, ja. So, also nach diesen ersten vier Zeilen dachte ich mir, Alter, das ist Durchschnitt. Mit schlechter Audio. Also keine Ahnung, die Audio hat mir überhaupt nicht gefallen. In den ersten vier Zeilen dachte ich so, ich weiß nicht. Aber dann ging es halt weiter und das war erst der Anfang. Ey, das geht raus an alle Wannabe-Rapper. Ihr habt teures Equipment, doch ihr seid trotzdem nicht besser. Denn ihr habt keine Flows, keine Skills. Einfallslos, falsches Bild, found real in Hip-Hop. Ihr habt Deutschraps weit gekillt. So, das ist schon mal gleich viel, viel besser. Also das ist richtig Taktgefühl. Das ist richtiger Kopfnicker-Shit, wenn man das so sagen kann. Also ich höre mir das gerade an und nickte einfach voll zu. Der Flow gefällt mir richtig gut. Allerdings, die Audio ist immer noch so ein kleiner Dorn im Auge, finde ich. Also ich bin ja eigentlich einer, der selten wegen der Audio ein bisschen rumheult. Aber hier klingt das ein bisschen dumpf. Also ein bisschen besseres Mikro. Das hättest du auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser und professioneller gemacht, wenn man das so sagen kann. Falsche Mimik, sie faken wie Siri. Deutsche Rapper waren selten so gierig. Geld ist am Fließen, da gibt ihm mit Casey Rebel ne Blamage für das Game. Doch der Fame ist gestiegen. Ich erkenne die Strukturen, als wäre ich ein Geograf. Ihr seid alle große Pussys, ähnlich wie ein Leopard. So, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde den Flow hier wirklich sehr, also der Flow ist irgendwie durchgehend gleich, aber hat noch kleine Variationen. Hier einfach nochmal mit ein paar Doubles im Hintergrund. Das klingt einfach total nice. Also, wenn man sich einfach auf diesen Song konzentriert, dann will man, okay, wir tun einfach mal so, als hätte mein Handy jetzt nicht geklingelt, dann will man einfach mit dem Kopf mitnicken. Ich finde das tatsächlich ziemlich nice. Also, keine Ahnung, jetzt ohne den Text wieder, weil ich finde generell vom Text sind die letzten Qualis jetzt alle nicht so krass gewesen. Aber ist halt, wie gesagt, auch einfach eine Quali, da reicht es, wenn man halt sich ein bisschen representet. Vom Flow gefällt mir das richtig gut und wie gesagt, wäre das alles ein bisschen besser abgemischt worden, wobei die Abmische geht sogar noch, einfach bessere Aufnahmemikroqualität, dann würde ich mir das echt viel öfter geben. Also der hat auf jeden Fall richtig Potenzial, der Hexer. Vor allem ist er erst 16, also mal gucken, wie der in 2 Jahren oder sowas rappt. Dancehall-Kulte Web, der liegt jetzt so leblos da, denn sie missbrauchen Autotune, wie ich das Extrometer fahre. Yo, spicke deine Parts, denn das Dissen macht nicht Spaß. Fick dein Foodtrend, Alter, ich esse lieber Schnitzel statt Salat. Was ist los, Alter, viel zu viele Snitches in den Charts. Zeit zum Säubern und genau deswegen bin ich jetzt am Start, ja. Es ist wieder Zeit, hier am Statement zu setzen gegen Fake-Ass-Texte, die er schreibt. Es ist wieder Zeit, denn das Game ist am Ende, aber Laidback rette ich den Scheiß. Es ist wieder Zeit, hier am Statement zu setzen gegen Fake-Ass-Texte, die er schreibt. Es ist wieder Zeit, denn das Game ist am Ende, aber Lightback rette ich den Scheiß, ja. Gerade mal 16, ficke das Rap-Game. Sie entwickeln sich durch Blasen wie ein Actin. Gerade mal 16, ficke das Rap-Game. Diese Freier zahlen für Kontrakt wie bei Flatrate. Gerade mal 16, ficke das Rap-Game. Sie entwickeln sich durch Blasen wie ein Actin. Gerade mal 16, ficke das Rap-Game. Diese Freier zahlen für Kontrakt wie bei Flatrate. So, die Hook, beziehungsweise die Bridge, wenn man das Bridge nennen kann, finde ich jetzt auch sehr nice. Also ist wieder richtig mit Taktgefühl, ist jetzt nicht mega musikalisch oder so, aber dieses gerade mal 16, ficke das Rap-Game, bleibt einfach mega im Kopf und ist ein Ohrwurm. Also Hexer hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Also ohne Scheiß, 2 weitere Jahre, ein besseres Studio zum Aufnehmen, alles so. Also wenn der sich noch weiter steigert, der wird richtig krass, ohne Scheiß. Also haben auch viele von euch gesagt hier, hier ist Hexer,
ich warte schon auf Eminems Ab. Ja, okay, gut. Ist ein schlechtes Beispiel jetzt hier in den Kommentaren, aber Hex hat auf jeden Fall gut was drauf und der wurde zu Recht von euch hochgevotet. Also hochgevotet, wenn man das so nennen kann, auf jeden Fall gelobt. So, da kommen wir jetzt mal zur letzten Quali für heute, nämlich Clark Jones. Sie werden abgelenkt, Windschutzscheibe. Doch unterm Strich ist es nicht vertretbar, so wie Minderheiten, legt den King beiseite. Können wir mal ganz kurz drüber reden, dass ich die erste Line irgendwie nie beachtet habe? Sie werden abgelenkt, Windschutzscheibe. Okay, ja, gut. Hat auf jeden Fall einen gewissen Entertainment-Wert. Hier muss ich auch sagen, dass die Audio mir nicht ganz so gut gefällt. Aber, naja, das geht noch. Sagen wir einfach mal, das geht noch. Fick auf deine Regeln, du scheiß YouTube-Sklave. Flo, ich geht der Schwamm über, auf die Schulwandtafel. Markiere Gegner mit dem Mix, die kann Erfolg bringen. Mann, sie tragen Zeichen auf dem Rücken, so wie Kreuzspiel. Digga, Mann, der Alpha im Rap ist quälen, ihr holen. Ihr seid nur zweite Wahl, so wie Beta-Version. Durch die Schwänze im Mord klingt er ebenfalls so, als hätte er von seinem Hate-Stuff ein Kehlkopf-Syndrom. Gib mir Money, Euro, Dollar, Sign. Die Bitches sind lachhaft, Geos wie Night Rider. So, also hier gefällt mir der Flow auch sehr gut, also muss ich sagen, der Flow auf jeden Fall auch sehr solide, allerdings hat er ein bisschen mehr Nuscheltendenz als Hexer, finde ich, also er sollte vielleicht noch ein bisschen an seiner Verständlichkeit arbeiten, kann auch an der Audio liegen, vielleicht wenn die ein bisschen besser wäre, dann würde man ihn vielleicht ein bisschen besser und sauberer verstehen, man versteht ihn auch, also es ist jetzt nicht, als würde man nichts verstehen, aber teilweise muss man sich ein bisschen anstrengen, alles zu verstehen. Bei mir ist es zumindest so. Aber es hat auf jeden Fall auch wieder hier Taktgefühl. Alter, man sieht den Heimscheiß an, nachts mit Kind durch die Stadt fahren und alles fort. Motherfucker, meine Finger, deine billige Pussy und deine Mama fühlt die Streife nur vertickt die Majujis. Während davon gerade zusieht, weil sie auch geschluckt hat, steht er ebenbürtig auf und klopft ihr auf die Schulter. Oh Mann, ich dachte, er will gehen, doch ich weiß nicht mal, das ist wie Barney Witze, er pfeift mich ab. Und dass das jeder versteht, jeder versteht. Ich seh nur Schlampen im Turnier durch das Regelsystem. Weil da locker nichts geht, ich hab den King nicht gewarnt, doch nehm den Status zurück, als wär mein Vorname Mark. So, das waren richtig schöne Zeilen. Die fand ich vom Flow richtig gut. Das war einfach mal eine Flow-Variation und das klang einfach ein bisschen druckvoller. Vor allem dieses, als wäre mein Vorname Mark. Das klingt auf jeden Fall sehr nice und es bleibt auch im Kopf hängen. Bitches wollen das Cash, wollen mal ran an meine Geldspeicher. Und Gio ist maximal King bei Age of Empire. Sie wollen das Beat. Gebe jetzt stetig die 100%, auch wo ist euer Gott? Lege die Fans um, lege den Schwamm um, zerlege den Trend. Sie wollen das Beat. Gebe jetzt stetig die 100%, auch wo ist euer Gott? Lege die Fans um, lege den Schwamm um, zerlege den Trend. Sag du mal bye bye Battle, das wird ne Drive-By-Session. Denn im Vorbeifahren krieg ich den Einsatz und ihr Blei im Fressen. Wir wollen das Beat. Und wo ist euer Gott? Sie wollen das Beat. Sag mir, wo ist euer Gott? So, die Hook finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr nice, vor allem dieses Bye-Bye-Session, nee, Drive-By-Session auf Bye-Bye gereimt, habe ich gerade ein bisschen verdrängt. Die Hook gefällt mir, was mir allerdings beim ersten Mal nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass ja erstmal Fokus auf Beast gelegt wird, also sie wollen das Beast und dieses Beast klingt halt druckvoll und dann rappt er und wo ist euer Gott? Aber dieses Beast wird so druckvoll gerappt und das Gott eben nicht. Das ist jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Aber das klingt, kommt so richtig, sie wollen das Beast, doch wo ist euer Gott? Wisst ihr, was ich meine? Dieses Gott, das hätte man ein bisschen hervorheben müssen. Das ist aber auch wieder ein bisschen meckern auf hohem Niveau. An Hooks mecker ich gerne, ihr wisst es. Aber gut, Leute, das waren die weiteren 5 Qualis. Auf jeden Fall alle mit hohem Potenzial. Ich habe sie nicht umsonst hochgeladen. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen kritisiert habe, das ist natürlich im Endeffekt einfach nur ein bisschen konstruktive Kritik von meiner Seite aus. Ja, waren auf jeden Fall nice. Aber gut, Leute, lasst auf jeden Fall gerne mal eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. JBB 17 geht los. Und durch die Zeit verdecken alle, sie kriegen den Thron. Durch das Turnier, sie verbiegen sich so. John Trent, Digga, ich schieß mit Patronen. Es geht pam, 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 pam. Ihr werdet alle zersiegen. Die lyrische Misshandlung durch den Newcomer-Bitch.